Was ist Kardiomegalie? Kardiomegalie ist ein medizinischer Begriff, der zur Beschreibung eines vergrößerten Herzens verwendet wird. Eine Kardiomegalie, die eher als Symptom als Zustand betrachtet wird, kann als Reaktion auf eine Vielzahl von Umständen auftreten, die dazu führen können, dass der Herzmuskel schwerer als normal arbeitet. Die Behandlung eines vergrößerten Herzens hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab und kann die Verwendung von Medikamenten umfassen und eine Operation erfordern. Unbehandelt kann eine Kardiomegalie zum vorzeitigen Tod führen. Situationen, die zur Entwicklung einer Kardiomegalie beitragen können, können angeborene Erkrankungen, Krankheiten und eine Beeinträchtigung der Körpersystemfunktion mit sich bringen. Personen, die mit einem Herzfehler geboren wurden, können aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Durchblutung des Herzmuskels ein vergrößertes Herz entwickeln. Bestimmte Krankheiten können dazu führen, dass der Herzmuskel stärker als normal pumpt, wie Anämie, Bluthochdruck und Herzklappenerkrankung. Andere Erkrankungen wie Schilddrüsenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen können zur Überanstrengung des Herzens beitragen. Die unsachgemäße Verarbeitung und Verteilung von Proteinen und Mineralien im Körpersystem kann auch zu einer Schwächung des Herzmuskels führen, wodurch die Herzfunktion beeinträchtigt wird. Einige Personen, die eine Kardiomegalie entwickeln, können asymptomatisch bleiben, was bedeutet, dass sie keine Symptome haben. Andere können allmählich Anzeichen dafür aufweisen, dass ihre Herzfunktion beeinträchtigt ist. Atemnot, Schwindel und Atemnot sind häufige Anzeichen für einen vergrößerten Herzmuskel. Einige Personen können plötzlich einen abnormalen Herzrhythmus entwickeln, der als Arrhythmie bezeichnet wird. Zusätzliche Symptome können eine Schwellung der unteren Extremitäten und der Finger sowie ein anhaltender Husten sein. Eine Vielzahl von diagnostischen Tests kann durchgeführt werden, um eine Kardiomegalie zu bestätigen. Nach einer ersten Konsultation und Untersuchung durch einen Arzt kann eine Person zu einer Reihe von Tests geschickt werden. Bluttests können angeordnet werden, um Substanzwerte wie Hämoglobin, Blutzellen und Thrombozytenzahlen zu bestimmen und andere Zustände auszuschließen. Bildgebungstests, einschließlich Magnetresonanztomographie, Röntgen und Computertomographie, können durchgeführt werden, um den Zustand des Herzmuskels zu bewerten. Zusätzlich kann ein Elektrokardiogramm bestellt werden, um die elektrische Aktivität des Herzens zu beurteilen. Die Behandlung eines vergrößerten Herzens konzentriert sich auf die Korrektur der zugrunde liegenden Erkrankung und die Linderung der unnötigen Belastung des Herzmuskels. Personen, deren Kardiomegalie durch Herzinsuffizienz verursacht wird, können Medikamente zur Behandlung der Symptome verschrieben bekommen. Diuretika, Beta-Blocker und Angiotensin-Converting-Enzym-Hämmer können verabreicht werden, um den Blutdruck zu senken, Schwellungen und Wassereinlagerungen zu lindern und die Herzfunktion zu verbessern. Diejenigen, für die Medikamente nicht ausreichend sind, müssen möglicherweise operiert werden. Die Implantation künstlicher Instrumente, beispielsweise eines implantierbaren Kardioverter-Defibrillators oder eines Schrittmachers, kann erforderlich sein, um den richtigen Herzrhythmus zu überwachen, zu stabilisieren und zu unterstützen. Wenn das vergrößerte Herz einer Person durch eine beschädigte Klappe verursacht wird, kann eine Operation durchgeführt werden, um die fehlerhafte Klappe durch eine künstliche oder eine von einem Spender zu ersetzen. In kritischen Fällen, in denen der Zustand des Patienten möglicherweise nicht medikamentös kontrolliert werden kann und alle anderen Behandlungswege fehlgeschlagen sind, kann eine Herztransplantation die einzige verbleibende Option sein. Komplikationen, die mit einem vergrößerten Herzen verbunden sind, hängen von dem betroffenen Teil des Herzens, dem Schweregrad der Vergrößerung und der zugrunde liegenden Ursache ab. Diejenigen, deren Herzvergrößerung aus dem linken Ventrikel stammt, haben ein erhöhtes Risiko für eine Herzinsuffizienz, die dann auftritt, wenn das Herz die vom Körper gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann. Einige Personen mit einer Kardiomegalie können ein Herzgeräusch oder Blutgerinnsel entwickeln. Andere Komplikationen im Zusammenhang mit dieser Erkrankung sind Herzinfarkt und plötzlicher Tod. Personen,
bei denen Erkrankungen der Herzkranzgefäße, Bluthochdruck und Herzerkrankungen diagnostiziert wurden, haben ein erhöhtes Risiko, ein vergrößertes Herz zu entwickeln.